Hallo ihr wundervollen Menschen und willkommen zurück zu einem weiteren Stream Decks Plugins Video. In dem heutigen Video schauen wir uns mal an, welche Kategorie denn als nächstes kommt. Das wäre nämlich in dem Fall die Kategorie Business Tools. Unter den Business Tools finden wir genau vier Plugins, und zwar wäre hier einmal iCall, das iCall Plugin, einmal das PowerPoint Plugin, einmal das Realtime Plugin und einmal das Zoom Plugin. Ich sage es gleich dazu, das wird ein relativ kurzes Video, denn die Einstellungsmöglichkeiten der jeweiligen Plugins sind dann doch sehr eingeschränkt, aber vollkommen ausreichend aus meiner Sicht. Zu dem einzigen Plugin, zu dem ich leider nichts sagen kann, ist das Zoom Plugin, denn ich verwende schlichtweg kein Zoom. Okay. Aber ohne viel groß rumzulabern, fangen wir doch jetzt einfach mal an. Ich habe das Ganze schon mal aufgenommen, allerdings habe ich da das ganz blöd ein bisschen vermischt von der Fensteranordnung. Deshalb mache ich das Ganze jetzt einfach hier nochmal. Wenn ihr das installiert habt, dann seht ihr das eben quasi hier in eurer StreamDeck-Software. Hier haben wir unter iCall eben genau zwei Icons oder zwei Buttons, die wir belegen können. Und zwar einmal Time Left und einmal Next Meeting. Eigentlich selbsterklärend, was die jeweiligen machen. Und zwar das Time Left Meeting zeigt euch letztendlich an, wie viel Zeit ihr noch in eurem aktuellen Meeting habt. Next Meeting zeigt euch einfach nur an, wann das nächste Meeting startet. Ihr habt euch jetzt erstmal die beiden Buttons hier reingezogen oder je nachdem, welches ihr eben haben wollt. Dann klickt ihr hier auf das erste drauf. Da steht es auch nochmal. iCall Time Left. Dann könnt ihr hier einen Text aussuchen, ihr könnt hier irgendwas eintragen. Jetzt ist es so, dass ihr unter iCall in die Einstellungen gehen müsst. Das sieht dann so aus und hier müsst ihr jetzt natürlich auch eine Kalender-ID eintragen. Denn irgendwoher muss er die Daten ja ziehen. Wie das Ganze aussieht, wo er die Daten jetzt herzieht, das zeige ich euch jetzt einfach mal geschwind. Um an die iCall-URL zu kommen, müsstet ihr jetzt zum Beispiel in euren Google-Kalender gehen. Dazu öffnet ihr einmal Google. So sieht das Ganze dann aus. Ich möchte jetzt hier nicht wirklich was einstellen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf der rechten Seite einfach mal auf diese Punkte hier. Dann gelangen wir nämlich zu den Google Apps. Klicken wir jetzt einmal drauf und dann suchen wir uns den Kalender raus. Kalender ist hier. Drücke ich jetzt einmal drauf und dann öffnet sich der Kalender. Jetzt machen wir mal zwei Testbeiträge. Wie spät ist denn jetzt? Wir haben jetzt zum Beispiel 16.52 Uhr. Das ist ganz gut. Das hilft uns. Jetzt machen wir nämlich hier nochmal einen Titel. Machen wir mal Time Left Termin. Nur so als Beispiel von 16 bis 17 Uhr. Das passt soweit. Dann drücken wir hier einmal auf Speichern. Und dann machen wir gleich noch den nächsten Termin, nämlich um 17.30 Uhr. Und nennen den Next Meeting Termin. Drücke hier auch nochmal auf Speichern. Jetzt habe ich beide Termine angelegt. Um jetzt an die iCall-URL zu kommen, klickt ihr rechts oben einmal auf dieses Zahnradsymbol, um zu den Einstellungen zu gelangen. Also Zahnradsymbol anklicken, Einstellungen auswählen. Dann geht ihr auf der linken Seite auf den Kalender, den ihr jetzt verwalten wollt, beziehungsweise den ihr auf eurem Stream Deck eingeblendet haben möchtet. Das wäre bei mir eben in dem Fall das Stream Deck Test. Da klickt ihr dann einmal drauf und in dieser Stream Deck Test Kalender-Einstellung scrollt ihr ein bisschen weiter runter und hier unten steht nämlich dann Privatadresse im iCall-Format. Mit dieser Adresse können Sie von anderen Anwendungen aus auf den Kalender zugreifen, ohne ihn öffentlich zu machen. Warnung, aufpassen jetzt, hier steht, geben Sie die Privatadresse nicht an andere Personen weiter. Und wenn ihr dann hier einmal auf, ich blende es euch jetzt logischerweise nicht ein, wenn ihr jetzt hier einmal auf in die Zwischenablage kopieren drauf geht, hier steht es auch nochmal, geben Sie die Privatadresse nicht an andere Personen weiter und ihr drückt einmal auf OK. Dann habt ihr das erstmal in die Zwischenablage kopiert und könnt es dann letztendlich in eurer Stream Deck App einfügen. Dann geht ihr eben in eure Stream Deck Software zurück, geht auf den jeweiligen Button, unten auf die Einstellungen hier in dem Menü, tragt hier oben dann eure öffentliche bzw. eure private iCall-Adresse ein und drückt dann einmal auf Speichern. Das aktualisiert dann ein bisschen, das dauert ein paar Sekunden und wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir das ja jetzt in dem aktuellen gemacht bei Time Left. Also unser aktuelles Meeting geht noch 2 Minuten und wir haben 16.58 Uhr. Passt also, sehr gut. Und das gleiche wird eben auch gleich automatisch für das andere eben auch noch mit übernommen. Das ist sehr gut. Das heißt, unser aktuelles Meeting läuft jetzt noch 1 Minute und 46 Sekunden und das nächste Meeting beginnt quasi in 31 Minuten. Kann sehr sinnvoll sein. Für den, der es benutzen will, so hat man ganz easy alles im Blick und ist auch ein guter Indikator. Wobei man dazu sagen muss, dass Teams einem zum Beispiel auch direkt anzeigt, ob wie viel Zeit noch, also wie viel Restdauer noch in einem aktuellen Meeting vorhanden ist. Und als nächstes haben wir PowerPoint.
Kennt jeder, benutzt glaube ich fast niemand mehr, aber es ist da und von der Steuerung her ziemlich cool. Das können wir schließen, denn ich habe das hier schon geöffnet. Installiert ist es hier. Dann öffnen wir das mal und schauen, was da drin ist. Also, wir haben einmal Präsentation laden. Hier ist es natürlich sinnvoll. Um euch das zu zeigen, habe ich hier schon mal so eine kleine Testpräsentation gemacht. Das sind so ein paar Folien, da ist aber gar nichts Besonderes drin. Also, ausgewählt. Dann gehen wir hier einmal auf Choose File und dann wählen wir eben die PowerPoint-Präsentation aus. Als nächstes wird es natürlich Sinn machen, die Präsentation auch zu starten, nachdem wir sie geöffnet haben. Das machen wir eben über den Abspielen anhalten Button. Machen wir jetzt die richtige Reihenfolge. Und zwar nehmen wir hier erstmal die erste Folie, dann die vorherige Folie, dann die nächste Folie und die letzte Folie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich altes Mathe-Genie. So. Hier müssen wir jetzt natürlich noch die URL angeben, das haben wir gemacht. Die ist quasi hier und theoretisch würde es jetzt ausreichen, wenn ich hier einfach auf ein paar Knöpfe drücke. Und zwar drücke ich jetzt einmal den, um die Präsentation zu öffnen. Das klappt ausgezeichnet. Dann auf dem nächsten können wir die Präsentation starten. Das ist sehr gut. Ich hoffe, ihr seht das. Und hier wird auch noch angezeigt, wie viele Folien noch offen sind. Ich beende die mal. Dann könnt ihr nämlich hier zum Beispiel auf die nächste Folie, hoch, genau, Präsentation muss natürlich erst gestartet sein. Dann könnt ihr hier nämlich auf das nächste, wieder auf das nächste, eins zurück, so, auf die letzte, auf die erste. Könnt ihr quasi machen, wie ihr lustig seid. Super easy, super simpel, für den einen oder anderen sicherlich nützlich. Das ist das PowerPoint-Plugin. Kommen wir zum nächsten Plugin. Das nächste Plugin ist, und zwar die Worldtime. Die Worldtime, wie der Name schon sagt, vom legendären Bar Raider. Können wir nämlich jetzt hier nochmal drauf. Gehen wir zurück. Unser Bar Raider sollte dann die Worldtime drin sein. Dann ziehen wir mal die Worldtime rein. So, was kann uns die Worldtime anzeigen? Die Worldtime kann uns natürlich die Weltzeit anzeigen. Wer hätte das gedacht? So, und zwar, ich schiebe das hier mal ein bisschen hoch. Und zwar können wir nämlich hier jetzt eine City auswählen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da jetzt beliebige Städte auswählen kann. Aber ist ja grundsätzlich auch egal. Wenn ich nämlich jetzt hier zum Beispiel unter Europe und dann auf Berlin gehe, dann kann ich ja hier einfach City Name, kann man aus- oder einblenden. Das seht ihr jetzt da auch auf dem Button. So, ich kann das aber auch hier umbenennen und kann da jetzt einfach zum Beispiel KA für Karlsruhe hinterlegen. Dann könnt ihr noch das Uhrzeitformat eben ändern, zum Beispiel für uns. Da können wir dann mal 24 Stunden im 24-Stunden-Format machen. Dann können wir hier unten eben noch das Datumsformat machen. Also entweder können wir das ganz weglassen, wenn uns nur die Uhrzeit interessiert. Wir können aber auch Datum und also Tag und Monat anzeigen lassen. So finde ich das schon ganz gut. So, und da stand ja auch dabei als Pro-Tipp, wenn ich jetzt zum Beispiel hier gedrückt halte, ups, auch richtig treffen, gedrückt gehalten, dann gehen wir hier drauf, STRGV und die Uhrzeit ist drin. Kann man so verwenden, aber in den meisten Dokumenten benutzt man ja Steuerung und Punkt. Dann macht es das gleiche ja eben auch. Das war es im Prinzip. Für wen ist es nützlich? Zum Beispiel für Unternehmen, die mit Kunden aus dem Ausland zum Beispiel arbeiten oder mit Entwicklern, die mit anderen Entwicklern aus dem Ausland kommunizieren müssen. Macht zum Beispiel Sinn, wenn mehrere Timezonen dazwischen sind. Dann könnt ihr euch hier eben nebendran einfach noch eine andere Zeitzone reinsetzen und dann wisst ihr, wie spät es bei dem ist. Und das kann schon sehr, sehr praktisch sein, gerade was internationale Kommunikation angeht. Im Grunde war es das aber tatsächlich schon, denn wie gesagt, zum Zoom-Plugin unter den Business-Tools kann ich leider überhaupt nichts sagen, denn Zoom persönlich verwende ich überhaupt nicht. Ich habe es aber testweise mal installiert. Vielleicht interessiert es euch ja, bevor ihr euch das installiert, was man damit alles machen kann. Wir können nämlich hier einmal muten, ganz klar. Also einmal Mikrofon, stumm, einmal Video an, aus. Also Toggle heißt ja immer quasi an, aus. Dann Share-Toggle, bring up the Share-Screen-Window or start Sharing, okay, also so könnt ihr quasi euren Bildschirm übertragen. Und der Focus, bring the Zoom Window to the front. Also das heißt, wenn ihr das irgendwie minimiert habt oder so, könnt ihr euch das doch nochmal in den Vordergrund holen. Das ist ganz gut. Dann Leave Meeting, klar. Cloud Record Toggle, also damit könnt ihr einstellen, ob ihr das eben, ob ihr euer Zoom Meeting speichern oder nicht speichern wollt, allerdings in der Cloud. Das Ganze geht natürlich auch nochmal lokal. Ihr könnt dann mit einem Klick alle Teilnehmer des Meetings darum bitten, die Stummschaltung der Mikrofone aufzuheben zum Beispiel. Oder eben auch andersrum quasi die Leute darum bitten, dass sie ihre Mikrofone stummschalten.
Als letzten Punkt habt ihr noch Custom Shortcut. Da könnt ihr dann irgendwas x-beliebiges drauflegen, was halt innerhalb von Zoom funktioniert. Das war's auch schon. Die Business Tools, ziemlich überschaubar. Wie gesagt, aktuell mit eben 4 Plugins. Da kommen in Zukunft sicherlich noch ein paar mehr. Ihr könnt mir ja mal ganz gerne sagen, was ihr grundsätzlich davon haltet. Interessiert euch das denn überhaupt, was man so mit dem Stream Deck alles machen kann? Da gibt's ja noch ein paar. Ich hoffe, dass ich zu den meisten davon was sagen kann. Könnt ihr mir mal ganz gerne in die Kommentare lassen. Ihr könnt mir auch gerne Wünsche äußern für nächste Videos vielleicht auch. Da bin ich um jede Inspiration dankbar. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch auch ein bisschen geholfen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben und irgendwelche Fragen, die ihr habt, vielleicht auch ganz gerne einfach unten in die Kommentare. So, das war's jetzt aber. Wow, genug drumherum gelabert. Ich bin Ozan, ich bin raus. Ich wünsche euch was. Ciao.